Es ist wieder soweit, liebe Freunde. Season Finale, Season 12 ist zu Ende. Ja, ist das toll, oder was? Der Krieg als solches war auch total genial. Schaut es euch an. Erste Gegner, eine nicht erweckte 6-Sterne-Guillotine auf dem Psychodon-Weg. Was ist denn das für eine Herausforderung? Ist ja lachhaft. Ja, ne? Also, parieren, naja, immerhin im zweiten Versuch. Und auf geht's, immer weiter voran. Bei Guillotine müssen wir im Prinzip nichts weiter beachten. Einfach schönartig auf die Fresse hauen, Superkräfte ziehen, die sind nicht schwer zu ziehen. Ja, und hier haben wir richtig viel Glück mit Torkeln, das bringt uns hier nur nichts. Ja, sie aktiviert halt keine Buffs, ne? Was will ich denn da auch auslöschen? Gut, sei es drum. Klatschen hier dann jetzt noch ein bisschen drauf rum. Jetzt ist die zweite Superkraft aktiv und die Fenster haben wir auch rein. Na, was? Nein? Mein hier schon wieder für Käse. Gut, dann wird es wohl eine dritte Superkraft werden. Ich hab dann wohl auf den Blutungsschaden spekuliert. Wer weiß. Ja, manch Gedankengang, ne, wenn man sich so selbst im Nachhinein spielen sieht, kriegt man einfach nicht mehr zustande. Ich kann es euch nicht sagen. Ist halt so. Gut, wie ihr gesehen habt, Bollwerk ist aktiv. Das haben wir immerhin ausgelöscht. Ah, vielleicht habe ich es deswegen gemacht. Wer weiß. Kein Plan. Zweiter Gegner steht nicht. Nächster Gegner, der so quasi für alle drei hier zuständig ist, ist der erweckte Igen. Ein eher schlechter Verteidiger. Nachdem der Knoten gelöst ist, legen wir los. So. Igen ist jetzt der dankbarste Gegner auf dem Knoten für mich, denn mit jedem Schlag kriegt der Kollege Wut und immer wenn Torkeln dazwischendurch mal auftaucht, ist die nächste Wut halt nicht mehr aktiv. Wird ausgelöscht. Ne, das triggert die Fähigkeiten von Symbiote Supreme und meine Welt ist in Ordnung. Hervorragend. Gut, Kombo-Schild ist mir egal. Plan ist hier eigentlich relativ eindeutig, dritte Superkraft und ihn instant umfallen lassen. Wut läuft jetzt ab. Wir schlagen ihn also noch ein bisschen, dass er anständig Wut kriegt. 6 Wut aktiv. 12% Boost sind an. Ich habe mal getroffen. Hervorragend. So, nach der dritten Superkraft stehen wir bei 48%. 13. Nach dem Auslöschen. Ja, ein Hit und dann war das Ding auch durch. Haha. Sehr gut. Ja, doch. Das war okay. So, nächsten Morgen springen wir dann weiter. Hübsch, frisch ausgeruht, Tasse Kaffee schon drin. Springen direkt rüber zu Iron Man Infinity War. Und wir boosten. Beschleunigen das ein bisschen. Den Prozess müssen wir uns jetzt hier nicht in voller Länge antun. Wie ihr seht, ich booste voll. Weil Mission ist ja, einen Sieg mitzunehmen, in der Hoffnung noch Platin 3 einzukassieren. Fehler, Kills, wollen wir nicht. Also, Boosts rein. So, das klappt natürlich eher mäßig. Unzerstörbar aktiv. Naja, was soll es auch anderes sein, wenn hier Bollwerk drauf ist. Ein bisschen drauf rumklatschen. Zweite Superkraft aktiv. Die Fenster mal rein. Dank Boost ist sie wieder aktiv. Gleich hinterher. Ja, zwei Ladungen mitgenommen. Tech und Avenger. Hervorragend. Ja, dann hopst mal zum nächsten rüber. Das ist ein Ausweichchampion im Miles Morales. 6 Sterne nicht erweckt. Erweckt ist hier in dem Fall eigentlich nur sinnvoll und notwendig, wenn die Batterie aufgibt. Nein, wenn man sich treffen lässt und halt, ne, betäuben nochmal extra mitnimmt. Das muss nicht sein. Ist ja sowieso nicht Ziel, sich treffen zu lassen. Insofern kommt es weniger zum Tragen. So, ausgewichen ist er. Heavy hinterher, hat funktioniert. Dritte Ladung aktiv, weil ja, die erste Superkraft habt ihr gesehen, gerade so noch gerettet. Meiner zweiten Superkraft ist dieser Mistkerl hier ausgewichen. Vollständig. Tja, gut. Pech, aber habe ihn trotzdem gelegt ohne größere Verluste.
bisschen Glück muss ab und zu auch dazu gehören. Die Spider-Gwen hier auf dem Knoten mache ich ja sonst üblich mit Cap. Also Cap mit dem Knoten, naja, ihr wisst, was ich meine. Weil geboostet, gehen wir hier mit Corvus ran. Ne? Ruckzuck nimmt der TP-Balken in sehr schönem Maße ab. Sie weicht wieder aus, naja, nicht so toll. Holen uns die erste Superkraft. Hauen sie zwei, dreimal, fenstern die zweite Superkraft hinterher. Glücklicherweise nur den ersten zwei Schlägen ausgewichen, immerhin den letzten auf die Fresse gegeben. Umgefallen. Sehr gut. Nächsten mitgenommen. Haha, ich habe einen Lauf, ne? Schön. So. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte Mittagspause. Ja, doch, ich hatte Mittagspause. War gerade ruhig. War entspannt. Ich hatte Lust. The Thing. 6 Sterne nicht erweckt. Das heißt, die Schadensreduktion aufgrund der erweckten Fähigkeit kommt hier nicht zum Tragen. Das, was zum Tragen kommt, was durchaus ein wenig nervt, ne, der ist immun gegen Rüstungsbruch. Ist wieder einer der Momente, wo ich mir Cap nicht erweckt wünsche. Kriegt halt relativ viel Kraft. Also müssen wir jetzt wohl oder übel eine Superkraft ziehen und nehmen die Regeneration hin. Und beim Zurückweichen ist dann das passiert, dass ich auf die Fresse gekriegt habe. Auch nicht so toll, aber... ja, passiert. Na, parieren Heavy, zweite Superkraft rein, der Kollege ist betäubt, der Wutbuff aktiv, Schaden also entsprechend hoch, also hinterher und draufhauen und alles war in Ordnung. Läuft doch. Medusa. Hab mir überlegt, na, Symbiot? Nein. Corvus. Kleiner Tipp, ich brauche den Symbiot am Ende des Krieges. So, wir intercepten ganz fein, klatschen die ersten TP weg, unterbrechen den Heavy und weiter geht's. Hälfte TP ungefähr haben wir schon erreicht. Gleich sind drei Wut aktiv, die strähnen damit auch. Maximum auf dem Block, schön zurückweichen, Heavy ziehen, einmal drauf, zurückweichen und jetzt im Block stellen. Weil, ich habe gelernt, nochmal zurückweichen hätte jetzt bedeutet, dass ich's fresse. Also lieber einmal zu viel blocken, als einmal zu wenig und dafür kassieren. So, schön. Springen wir rüber zu den Minibossen. Nach kurzer Konfusion, wo bin ich denn jetzt wohl am sinnvollsten einsetzbar, dachte ich mir, okay, kannst halt noch einen Mutantengegner mitnehmen. Die Fackel ist mir egal. Kriege ich schon irgendwie. Und der Depp da hinten... mit der unblockbaren zweiten Superkraft. Der ist sowieso ausgestellt, wenn er Rüstungsbruch hat. Zwei Champions dafür habe ich dabei. Insofern, was soll passieren, ne? Also, nach kurzem Überlegen, springen wir zum ersten Miniboss rüber. So. Ich mache dann entsprechend wieder Boosts an. Der Nightcrawler ist nicht erweckt. Das ist schon mal nicht so schön für ihn als Verteidiger. Also für mich als Angreifer, wenn er... naja. Das Übliche, ihr wisst Bescheid, ne? Also, wieder volles Rohr Boosts anmachen. Auch hier ist wieder der Kraftboost mit von der Partie. Und dann kämpfen wir hier wieder gegen den Ausweichgegner. Ja, ich kämpfe gegen solche Gegner aggressiv. Ich kann mich da jetzt auch hinstellen und in der Ecke weinen, das hilft mir nicht. Ich will, dass der Kampf schnell vorbei ist. Und das ist der Grund, warum ich das mache. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Häufig genug, ne? Habt ihr ja gesehen, in der Vergangenheit kriege ich auf die Fresse. Aber meistens geht es halt auf und das ist meine Art. Dass ich hier ins Parry gelaufen bin, ist Dummheit. Das kommt vor. Geben dem Nightcrawler eine zweite Superkraft zu fressen. Einmal, ein zweites Mal. Ja, ich liebe diese Boosts. Das ist so toll. Wenn es läuft es dann auch einmal richtig und dann ist das Ding auch relativ schnell erledigt. Springen wir gleich, um den Kraftboost weiter zu nutzen zur menschlichen Fackel. Ohne groß weiter zu überlegen, schlucken wir noch ein paar Serien. Einfach für den Fall das. Ne? Man kann ja nie wissen. Also, Attacke. Seine erweckte Fähigkeit ist total lachhaft. Befinde dich in einer Mission, verbrauche Fackel an. Du hast die Chance, wenn du Gegner besiegst, es wieder zu kriegen. Völlig egal, ob der erweckt ist oder nicht. So, wir klatschen ordentlich auf ihm rum. Er zündet seine erste Superkraft hier an der Stelle nicht, weil 5 Schläge auf dem Block, zweite Superkraft, gleich nochmal hinterher. Ding ist durch. Zugegeben, zwischen den zwei Superkräften hatte ich ein bisschen Glück, dass er seine nicht mit eingestreut hat. Aber hey, komm.
Ich hatte einen Lauf, ne? Ich war voll in Form. So. Auf zu dem Kollegen hier. Scheiße, was habe ich das verkackt? So. Also, Kraft. Reichlich Kraft. Ja, wir hauen drauf. Zweite Superkraft ziehen ist kein Thema. Hier fresse ich sie. Ungünstig. Zweite Superkraft hinterher. Gut, da hätte ich ein bisschen warten sollen. War nicht so toll. Fress dann hier die zweite Superkraft. Und fall um. Naja. Reden wir nicht drüber, ne? Ja, ich habe ein bisschen gekotzt. Ich dachte, das kriege ich besser hin. Weil es mich so genervt hat, dass ich selber versagt habe. Wollte ich jetzt das nicht so auf mir sitzen lassen. Also mal eben noch ein paar Seeren fressen. Ja, vielleicht nicht ganz so viel. Und dann legen wir gleich hier los. Wir machen es jetzt nochmal. Und diesmal auch bitte richtig. Denkst du Pustekuchen. Wartet ab, was passiert. Also parieren. Rüstungsbruch ist drauf. Fähigkeit ist abgestellt. Erste Superkraft ausweichen. Gar kein Problem. Widerhall ist mir völlig Grütze. Und das war ein ganz dummer Moment. Ne? Ich greife an und just in dem Moment spammt er seine zweite Superkraft. Muss das sein? Intercept, paar Mal draufhauen, zweite Superkraft hinterher. Die hat es dann beendet. Na, immerhin. Was für eine schwere Geburt. Eher so semi-optimal. Naja, ich war dezent genervt, aber gut, es macht nichts. So, ihr habt schon gesehen, da steht ein Quark. Erklärt sich jetzt auch relativ von selbst, dass ich den mit Symbiote Supreme mache. Ich war am Arbeiten, ich habe mir hier einen kurzen Moment Zeit dafür genommen. Feierabend, weiß ja gar nicht, irgend sowas hatte ich. Feierabend hatte ich, war schon zu Hause. Mach Boosts an, weil ich will ja das Ding möglichst gut mitnehmen. Läuft ja sonst auf ein Timeout hinaus. Ich war voll im Lauf. Intercept, immer schön artig draufhauen und immer artig hinterher. So. Gleich ist sein Gesteinsschild weg. Jetzt machen wir auch endlich wieder den Schaden, den ich gewohnt bin. Erste Superkraft ausweichen. Kein Thema. Immer drauf, immer hinterher. Heavy locken und los geht's. Bis hierhin macht der Spaß auch noch richtig Laune. So, jetzt. Heavy ausweichen. Draufhauen, wieder Gesteinsschild wegprügeln. Unaufhaltsam, unerwerber. Heavy. Gibt uns Zeit, noch ein bisschen zu hauen. Zurückgewichen, unaufhaltsam, unabwerber, macht nichts, weil er spammt die zweite Superkraft, das habe ich sowieso sehr gerne. Meine dritte Superkraft direkt hinterher, ne, muss ich ja lohnen. Und dann geht's los. Zack, 77%, wer es noch nicht bemerkt hat, achtet mal drauf, was passiert, wenn er eine Superkraft zündet. Rückstoß, hey, wer stellt denn sowas auf den Bosspot? Da war für mich der One-Shot das erste Mal bei Quark greifbar. Dachte ich so bei mir, ja, okay. Kannst du es jetzt bloß nicht verkacken? Aufpassen? Schaffst du. Kriegst du hin. So, schön Kraft rauben. Zweite Superkraft reinpfeffern. Komm her hier. Viel zu passiv, Typ. Komm her jetzt hier. So, gekriegt. Zweite Superkraft drauf. Leider Gottes, der Kraftraub schon abgestellt. Gut, macht nichts. Der Debuff, den er hatte, reduziert Schaden. Hat er nur abgeworfen, ne? Naja, sei es drum. Holen uns nochmal eine zweite Superkraft. Er verliert wieder 5%. Das ist eine ganz prima Kiste. Das habe ich sehr, sehr gerne. Zweite Superkraft drauf. Diesmal ist ein Rüstungsbruch immerhin mit dabei. Wieder Gesteinsschild aktiv. Also erstmal wieder wegprügeln. 5er Kombo hat diesmal gereicht. Ganz toll. Ach Mist. Erste Superkraft in Teilen gefressen. Unzerstörbarkeitsboost damit aufgebraucht. So, halb so wild. Wir kriegen ihn jetzt geholt, gelockt, unerwerber, verdammt, aber ausgewichen, sehr gut. Direkt rein, direkt die zweite Superkraft drauf, Kraftraub wieder aktiv, sehr schön. Gleich nochmal, haben wir wieder mit dem Erschöpfungsdebuff seinen Schaden reduziert, das ist immer gut. Er ist unaufhaltsam, unerwerber und in der Falle bin ich jetzt auch erstmal gefangen. Krieg ihn hier aber mit dem Intercept, weicht der ersten Superkraft nicht so gut aus. Gut, Komfort.
zweite Superkraft meinerseits drauf. Rüstungsbruch ist aktiv. Jetzt bloß keinen Fehler machen. 13 Sekunden sind noch und umgefallen. Hervorragend. Der erste One-Shot an einem Kork auf dem Boss-Pot. Mann, das wurde auch Zeit. Zugegeben, Rückstoß hat die meiste Arbeit gemacht. Das gehört dazu, ne? Wer so blöd ist, sowas auf den Boss-Pot zu stellen, muss halt bestraft werden. So, in Teilen habe ich es euch ausgeblendet. Ich wurde gelobt. So, den Krieg haben wir verloren. Naja, gut. War ein guter Krieg, ein guter Gegner. Hat auch sehr wenig Kills kassiert. Also haben wir im Prinzip fair, aber verdient verloren. Durchaus okay. VIP, ich, Terror Tom und Fatih Kara immerhin. Und es scheint, als wären wir wieder in der Spur. Wie das in der nächsten Season aussieht, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Der Plan ist natürlich, wieder Platin 3 zu holen. Ne? Ist, was man einmal schafft, das schafft man dann in Zukunft auch immer wieder. Wir werden es sehen. Gut, Freunde, bei Season Finale folgt gleich im Anschluss das Opening. Dürft ihr gespannt sein, ich bin's auch. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir zurück. Diesmal habe ich die Nachricht nicht gelöscht. Haha. So ein Fauxpas passiert mir auch nur einmal. Gut, wir gucken uns an, wo wir gelandet sind. Ich habe es ja eigentlich schon angekündigt im letzten Krieg. Nehmen wir eine Niederlage mit. Ist es halt Platin 4, richtigerweise, nicht Gold 1. Rang 35. So, hätten wir gewonnen, hätte das durchaus noch funktionieren können. Will ich jetzt aber auch nicht weiter drüber nachdenken, wenn ich ehrlich sein soll. Ne? Ist so passiert. So ein richtig schönes Bild habe ich von der Season letzten Endes auch nicht abgegeben. Also wird wohl verdient sein. Gut, sei es drum. Die Platin 4 Belohnung. Wir nehmen 2000 6-Sterne Splitter mit. Ihr seht die Zahlen nicht. Ich habe 8120. Das heißt, wir können gleich noch einen 6er aufmachen. Die 6005 Sterne Scherben sorgen dafür, dass wir einen 5-Sterne-Champion öffnen können im Anschluss, und zwar so einen großen Kristall. Wir haben wieder mal so einen 2% Entwickler, ja, besser als nichts, ne? 13.000 bla, Stufe 5 Entwickler, fehlt noch ein bisschen was, um einen voll zu formen. Genau das gleiche gilt für die Alpha Stufe 2, fehlt hinten raus noch ein bisschen was. Dafür haben wir aber diese Kristalle, und da hoffe ich auf reichlich Stufe 5 Entwickler. Also, Basisentwickler. Wir werden sehen. So, dann sammeln wir den Spaß mal ein. Zack, bum, peng. Nachricht löschen, weil ich hasse es, wenn das so unaufgeräumt aussieht. Springen mal zu den Kristallen. Und, ja, das sieht schön aus. Das sieht sehr schön aus. Gut, machen wir gleich. Rutschen hier mal runter und runter und runter. Denn wir haben ja noch Kristalle aus 9 verlorenen Kriegen zu öffnen. Ist ein bisschen traurig. Gut, wir poppen die auf. 14.000 Treue. Ja, hervorragend. Das lohnt sich. Der Boost, ja, schade. Wäre es der große gewesen, wäre es besser. Die sind voll. Naja, gut. Aber Verwendung habe ich dafür durchaus. So ist es jetzt nicht. Gut, dann auf zum nächsten. Mal gucken, was uns da so unterwegs begegnet. Der 2% Klassenentwickler, komm. Starten wir mal mit einem der Highlights relativ zeitig. Ihr könnt euch denken, dass ich es auf mystisch angelegt habe. Ich werde eine Weile dran rumsammeln. Keine Frage, aber mystisch wäre natürlich, je mehr, je besser, je schneller ist dann. Na klar. Warum auch nicht? Naja. 900 ist eine Zahl, mit der man leben kann. Ich brauche ja nur 50 dieser Kristalle, um einen voll zu formen. Gehört mit dazu. So, was kommt als nächstes? 10 Kavalier-Tageskristalle kommen, die können wir gleich auch noch mitnehmen, ne? Was ist hier Schönes dabei? Wow. Werbung. Wollen wir nicht. Weg damit. Vollgeformter Basis. Der Rest ist relativ nebensächlich. Dann haben wir hier im Anschluss die Kriegssiegerkristalle. Poppen wir auch auf. 6000 Treue. Ja, sehr gut. Treue ist immer gut. Ist immer schön zu haben. Wie stehen wir da jetzt? 192.000.
Okay. Immer schön Puffer zu haben. So, dann. Die Map 5, Map 6 Kristalle. Ja, Map 6 Kristalle können wir nachher vielleicht noch aufmachen. Die Max Signature Kristalle machen wir auch auf. Aber erstmal starten wir mit dem Highlight. Das, worüber sich jeder freut, was wir aber alle hassen, wie die Pest, weil letzten Endes nie das rauskommt, was wir uns wünschen. Kaum mache ich eine Aufnahme, schicken sie alle Fotos und Nachrichten. Weiß der Geier was? Wir kriegen Alpha 2. Schade. Stufe 5 Entwickler, ne? Da haben wir es drauf abgesehen. 1500 ist relativ wenig, genauso wie für die Stufe 5 Basisentwickler. Schade. Ich zeig euch nachher mal noch ein Bild, ob ich es darf oder nicht, ist mir egal. Ein Bild von jemandem aus meiner Allianz, der 4 Kristalle geöffnet hat. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. So, es wird wieder mal Alpha 2 Fragmente. Wie viele sind es? Babusch. 1500. Traurig. Immerhin 2500 Stufe 5 Basisentwickler. Na, immerhin. Wir haben in Alpha 2 voll geformt. Lasst euch jetzt nicht verwirren. Klack, bumm, nicht lange warten. Der nächste, der vorletzte in der Runde. Spannung steigt. Alpha 2, war ja klar. Irgendwie schon, ne? Wie viele sind's? 3500. Na, ich habe das Gefühl, wir steigern uns. Und 1500 Standardentwickler. Gut, der letzte. Das könnte jetzt mal noch ein richtiges Highlight werden, ne? Denke ich, könnte eins werden. So ein Klassenentwickler wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt, ne? So ein mystischer. Gucken, was passiert. Es wird, wir kriegen Alpha 2. Also 1500. Also relativ wenig diesmal abgestaubt. Und 1500 Standardstufe 5 Entwickler. Spiegelt letzten Endes nicht das wieder, was man so in die Season reingesteckt hat. Aber gut, das gehört bei Glückskristallen mit dazu. Dann wollen wir mal gucken, was die Max Sick Kristalle uns Schönes bringen. So ein Immortal Iron Fist. Das wäre mal was. Drei-Sterne-Version habe ich, ne? Da wart ihr dabei. Das sieht aber nicht nach Glück aus. Na, in der Tat nicht. Hops mal wieder nach unten. Wird dann jetzt ein bisschen spannender. Ah. Ah. Letzte Runde. Ah, okay. Können wir vielleicht noch einen Vierer aufmachen. Und hier die letzte Runde. 5 Stück für 4 Sterne Maximum. Auch nur 5 Sterne Fragmente. Naja, hätte ja klappen können. Gut, sei es drum. Springen wir mal hier zu den Scherben. Wir starten. Nein, die 3 Sterne Champions, die sammle ich aktuell. Wird sich noch eine ganze Weile so hinziehen. Wir starten mit dem 4-Sterne. Ach komm. Das können wir mal spinnen, wa? Unterhalten wir uns mal drüber, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. So, Freunde. Es kommt um die Ecke. Es wird. Das ist ein 4-Sterne-Champion. Regen wir uns jetzt mal besser nicht drüber auf. Auch nicht, dass der schon auf Maximum ist. Nein, ich möchte keins deiner Angebote. Die sind überteuert und total sinnentleert. So. Wir haben noch ein Max-Signature-Kristall zu öffnen. So, dann. Der Top 5-Sterne-Heldenkristall. Warum machen wir den jetzt auf? Bishop steigt im Sick-Level. Blick.
Black Widow. Ist klar, ich gucke. Black Widow ist ein neuer Champion, Carnage ist ein neuer Champion, Daredevil würde erweckt sein, Dormammu gibt eine Max-Sick-Kristall, Hela steigt im Dupe. Die Unsichtbare ist neu, Iron Fist wird erweckt, geht. Iron Patriot wird erweckt. Ist nicht so schön, geht aber auch. Juggernaut steigt im Sick. Moon Knight wird erweckt, ist okay. Mysterio ist neu. Proxima wird erweckt, das wäre sehr schön. Roter Hulk ja, steigt im Sick. Auch nicht so der tolle Pull, mehr mal sehen. Red Skull wäre neu. Rogue wäre erweckt, das wäre richtig toll. Sabertooth wäre erweckt, das wäre auch richtig toll. Spider-Man Tarnanzug, okay, ist ein neuer Champion. Genau wie Sunspot, Taskmaster, Thor und Void. Darauf habe ich es abgelegt, ne? Was habe ich nur mit abgelegt? Wir legen das Telefon einfach mal ab. Ja? Abgesehen, Warlock ist ebenfalls toll und Yellow Jacket wäre auch neu. Also ihr seht, ich kann hier mal nicht so viel Scheiß rausziehen wie sonst. Spannung steigt, wir pullen das jetzt. Meine Favoriten, Void, Thor, und Redlock. Warlock. Ah, gucken, was bei rauskommt. Spannung steigt. Wow, Warlock wird es wohl nicht werden. Ah, Void wohl auch nicht. Oh nein, bitte nicht. Yay! Sehr geil. Das läuft. Ich habe einen Erweckungsstein liegen, ne? Wunderbar. Old but gold, wie es so schön heißt. Prima, das freut mich. Endlich mal wieder ein neuer 5-Sterne-Champion und dann auch noch was Anständiges. Schön. Das heißt, es kann jetzt nur besser werden als die letzten zwei Male. Zur Erinnerung, Black Bolt. Ich hatte den schon. Hab ihn die letzten zwei Male A erweckt und dann im Sick gestiegen. Ist ein Albtraum, wenn das jetzt wieder passiert. Was wäre denn hier schön? 6-Sterne-Champion. Was wäre denn da schön? Ja, das Erwecken von Symbiote Supreme. Das wäre ein Highlight. Wir gucken, was passiert. Es wird... Ich wollte es nicht glauben, dass ich jemals die Domino kriege. Ich wollte es nicht glauben. Sie ziert sich ja vor mir. Jetzt, zur Hölle nochmal, habe ich sie als 6-Sterne-Champion. Eieieiei. Hervorragend. Es könnte sein, dass ich endlich einen Grund habe, mein Angriffsteam umzustellen. Im Krieg, ne? Wir werden uns mal überraschen lassen. Wie das in Season 13 wird. Voll toll. Also das Opening heute mit euch. Da haben mir ganz viele die Daumen gedrückt. Finde ich toll. Klasse. Danke. So, dann. Ich bin jetzt total von der Rolle hier. Was ist denn hier schon wieder los, ne? Haben wir versprochen, euch noch die Map 6 Kristalle zu öffnen? Und ein... Maxstein haben wir auch noch. Den werden wir gleich im Anschluss spinnen. Wie jetzt? Das ist okay? Die Fragmente, na, nehme ich immer gerne zum Aufwerten, ne? Der Rest ist durchaus auch in Ordnung. Na, immerhin. Gut, schön. Ich habe eine Domino. Kämpft sich wie ein Stock, aber sie bringt's. So, wie versprochen, wir spinnen den. Der... Immortal Iron Fist, der hier drin ist. Ne? So klein, wie die Chance auch ist. Ist ein 5-Sterne-Champion. Ne? Also, ist was für Arena. Das kann ich immer sehr aktiv verwursten. Rang 3, Attacke, Abflug. Stattdessen werden es nur 5-Sterne-Scherben. Aber das war ja zu erwarten. Ne? Bei der Wahrscheinlichkeit, wer der das auch ist. Gut, Freunde. Das war... Eine fatale Season, eine fatale Season-Belohnung, aber ein richtig geiles Opening. Toll. Gut, Leute. Wir sehen uns wieder, gleich bald irgendwann mit
irgendeinem Content, der mir mal wieder zwischen die Finger kommt, wenn ich denn Zeit habe. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Zuschauen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich finde das echt klasse, dass ihr nach wie vor bei mir seid. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Und zum Abschluss, wie versprochen, wollte ich euch ja noch zeigen, dass der Nixo 89 einen so tollen Pull hingelegt hat in diesen vier Season Reward Kristallen. 80.500 Alpha 2, das ist schon eine ganze Hausnummer aus vier Kristallen. Glückwunsch nochmal an der Stelle von mir und dann nochmal ein auf Wiederschauen. Bis bald.